Hallo Leute, ja, wir sind hier. Ich habe die Sachen alle abgelegt, habe schon ein bisschen was rausgeholt und wir können jetzt hier mal schauen, ob wir mit dem Teil hier irgendwas schaffen, dass wir vielleicht ein neues Rezept oder so kriegen. Ich habe keine Ahnung. Ist nur meine Idee und ich würde den mal hier aufstellen. Ja, super. Ich glaube, das war jetzt auch nicht das Ding, oder? Da ist leider auch nichts mit machbar. Das war's dann wieder. Nicht so prickelnd, ne? Gut, das heißt, wir haben jetzt einen Maibaum da stehen, den wir vielleicht, ja, keine Ahnung, wofür der gut ist. Weiß ich wieder nicht. Und naja, gucken wir uns erst das Logo an, dann schauen wir weiter. Das war jetzt nichts, ne? Das ist, ja, jetzt haben wir einen Maibaum da stehen. Wenn einer eine Idee hat, dann kann er das ja mal sagen, ne? Ich habe jetzt nichts gesehen, dass das mir irgendwas gebracht hat. Jetzt ist der Hammer reparieren, der ist dabei noch kaputt gegangen. Hatte ich eigentlich alles repariert. Das heißt, ich kann jetzt hier drüben auf jeden Fall, vielleicht war das Kiste 3, ja, da ist auf jeden Fall Platz drin, dann kann ich das zurücklegen und das zurücklegen. Wir haben jetzt kein Holz mehr dafür. Hat auch gut geklappt. Wir haben. Jetzt den nächsten Weg ist immer noch, sag schon, zuzusehen, dass wir dann die roten Dinger aus irgendeinem Dungeon kriegen, ne? Und dafür müssten wir dann mal gucken, dass wir einen Dungeon finden, den wir da benutzen können. Okay, wir laufen wieder und können wieder ein Level-Up haben. Ist nur die Frage, wo ist ein Dungeon, ohne dass wir jetzt. Ja, da hat zwar einer wieder gerufen und Windrichtung passt. Und Hirsche sind ja auch ganz nett. Ich sehe ihn aber nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt den Hirsch haben, sondern ich möchte jetzt einen Dungeon haben. Hatten wir eine Markierung auf der Karte? Ich glaube nicht, oder? Ein Kupfervorkommen war da. Vielleicht sollten wir da nochmal in die Richtung gehen. Vielleicht kommen wir dann ja an den Dungeon vorbei. Okay, irgendwo. Es lockt einen immer, ne? Obwohl man es gar nicht will, ne? Irgendwo ist wieder so ein Gräuling oder so, ne? Kann das sein? Da ist er doch gerade schon gewesen, da. Bisschen Harz nehmen wir mit. Okay, wir sind schon wieder vom Weg dadurch abgekommen. Schauen wir mal hier lang. Wenn nicht immer die ganzen Bäume im Weg wären, ne? Okay, wir sind jetzt schon mal im richtigen Wald. Aber jetzt müssen wir nach Norden, um an das Kupfervorkommen zu kommen. Okay. Müssen hier allerdings ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn so eine Horde Skelette kommen, haben wir verloren, ne? Ja, da ist auf jeden Fall ein Gemäuer. Gemäuer könnte immer schon wieder irgendwelche Leute sein, die ja, uns eine Gefahr darstellen. Ich sehe da links irgendwie was, könnte sein, muss aber nicht, ne? Ne, ich sehe keinen, oder? Trauen wir uns? Wir trauen uns. Ne, hier ist niemand, oder? Irgendwo ist jemand. Da, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob der das war, ne? So, da ist gelb, ich glaube, das ist giftig. Vielleicht können wir mal einen Blick hier hochwerfen. Also richtig hoch kommen wir natürlich nicht. Wäre aber gut, mit Pfeil und Bogen hier zu arbeiten, ne? Vielleicht kommt dann keiner hoch. Ich höre nur lauter Krähen, aber mehr nicht.
Ich glaube, hier ist ein Dungeon hinter, kann da sein? Schauen wir mal. Vielleicht müssen wir gleich die Hände in der Hand nehmen und die Füße in der Hand nehmen und laufen, ne? Oder? Ne, ist doch kein Dungeon. Ist nur ein Steinvorkommen. Ja, Kupfer geht's da lang, ne? Aber man wird einfach zu schnell abgelenkt hier, ne? Hier sind Blaubeeren. Ich nehme die mal mit, einfach wegen Rezepte und so, ne? Wo kommt der denn weg? Ich habe jetzt keinen Bock, da um den Baum mit dir zu laufen. Oh, da ist ein großer. Oh, der ist aber gemein. Aber oh, der hat bestimmt was extra für mich dabei, oder? Oh, ich bin irgendwie vergiftet wahrscheinlich, oder? Oh, noch welche, ey. Oh. Okay. Wie sieht's aus? Sieht eigentlich ganz gut aus. Wo sind die nur weggekommen, ist die Frage, ne? Ah, schwierig. Ich weiß es nicht. Jetzt kann man hier was aufheben, ne? Da geht es auf jeden Fall nicht lang zum Vorkommen vom Kupfer. Das geht da lang. Da drüben ist das Gemäuer. Weiß nicht, wo die herkommen. Ist da das Kupfer? Ich glaube schon, ne, oder? Ne, das ist es nicht. Das muss da lang sein, wenn wir den Punkt richtig gesetzt haben. Das ist natürlich auch noch die nächste Geschichte, ne? Aber hier ist es, oder? Ich könnte auf jeden Fall was zu essen vertragen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Was haben wir denn? 5 Minuten beim Fleisch. Kommen nehmen wir einen Pilz dazu, ne? Und dann brauchen wir 5 oder was war das? Ja. Das Problem ist, dass gleich hier wieder zig Leute ankommen, weil wir so laut sind, ne? Aber wir brauchen ja eigentlich das hier nicht, ne? Fällt mir gerade so ein. Wir brauchen ja diese roten Dinger. Kriegt man den nicht so kaputt? Okay. Ach, da kommt der nächste. Komme ich jetzt mal hier schnell raus? Ja. Okay, das hat uns jetzt hier nicht weitergebracht, ne? Das heißt, wir müssen erst einen Dungeon finden. Ist hier hinter was? Ist das ein Eingang? Nein. Das ist auch nichts. Wir laufen gerade zurück, das ist vielleicht auch der falsche Weg dann. Sonst hätten wir das vielleicht schon gefunden, ne? Ich würde jetzt ein bisschen nördlich noch gehen wollen. Da jault irgendwo der Hirsch. Das sieht aber nach nicht mehr Düsterwald aus, oder? Kann das sein? Oder doch? Jetzt laufen wir wieder zum Kupfervorkommen. Komm, wir laufen mal doch die Richtung. Oder ist es, ja, das ist hier wohl der Rand vom vom Düsterwald. Ja, sieht auch danach aus, als ob gleich die Sonne untergeht, ne?
Was das Blaue ist da? Eine Distel wahrscheinlich, ne? Ja. Ich höre schon wieder jemanden, da ist er. Ach, gleich mehrere. Da ist noch einer. Ach, das ist wieder so ein King. Okay. Kriegen wir da was Spezielles von dem eigentlich? Ah, diesmal gab es was, eine Trophäe gesammelt. Jetzt haben wir hier noch Holz. Eigentlich wollten wir nur die Disteln haben, ne? Wo sind sie denn da? So. Richtung nach da. Schauen wir mal weiter gerade. Da ist noch unentdecktes Land auch. Ich habe aber keine Ahnung, ob wir hier irgendwie auf böses Volk treffen gleich. Ah, da sieht es schon nach einem Eingang aus, oder? Ist das hier was? Ich glaube, wir sind gerade ein paar Skeletten. Ja. Vielleicht laufen wir gerade mal ein Stück weg und gucken, ob das einzeln nachkommt. Eins. Na, jetzt auch noch ein Wildschwein an den Haken. Na, ich glaube, es ist jetzt nicht so praktisch mit dem Wildschwein und. Könnte was zu essen vertragen, ist klar, ne? Ich glaube, die sind weg, oder? Ja, das war jetzt knapp wieder mal, ne? Und wieder keine Nahrung da aufgenommen, das ist ja immer doof, ne? Weiß es natürlich nicht, wo ich lang muss, dass ich die wieder treffe. Regenerieren muss ich natürlich auch noch ein bisschen. Eigentlich bin ich fast nur gerade gegangen, oder? Ist es da hinten? Könnte sein, oder? Ja, da ist es. Kriegen wir da jetzt einen Marker gesetzt hier irgendwo? Ne, Feuer ist doof. Kriege ich das jetzt weg? So. Skelette sind da. Keine Ahnung, was wirklich da ist. Das müssen wir dann noch rausfinden, ne? So, wir sind jetzt guter Dinge und hoffen, dass wir nur einen vielleicht hier locken können. Nicht gerade das Wildschwein. Ich habe ein Skelett gehört. Das könnte sein, dass der mich anvisiert hat. Nee. Ich weiß nicht, waren es zwei, waren es drei? Okay, auf jeden Fall kommt jetzt da einer wahrscheinlich mit. Ich hoffe, es ist nur einer. Oh, der trifft aber ziemlich gut, ne? Vielleicht machen wir das auch. Ich glaube, der ist besser wie wir. Und wir sind jetzt wieder zwei.
Kommt er näher oder nicht? Er kommt näher. Sie kommen näher, so ein Shit. Ich glaube, ich habe sie beide, oder? Puh. Knochen, was ist das? Leder. Kann ich nicht mehr aufheben hier, oder was? Gut, dann gehen wir da nochmal hin. Oh, da kommt noch einer. Der hat so eilig. Ich glaube, der hat bestimmt... Ja, der war anders unterwegs, ohne Bogen. So, ich habe jetzt die Vermutung, dass es eben nur drei waren. Und will das auch hoffen. Jetzt fange ich auch noch an zu frieren, ne? Ist hier ein Eingang oder ist hier kein Eingang? Da ist der Eingang. Grabkammern, okay. Ich hoffe nicht, dass wir gleich einen auf die Mütze kriegen sofort. Ich glaube, das haben wir schon mal geschafft, oder? Ist nur die Frage, wo der nächste kommt. Da ist eine Tür. Hier nicht. Hier ist niemand. Ich habe immer Angst, ne, dass hinter mir einer kommt. Das hört sich auch irgendwie so an, ne? Jetzt kann ich noch nicht mal alles nehmen, ne? Lass uns noch mal reingucken, was wir hier lassen können. So gefühlt gar nichts, ne? Doch, das hier können wir auf jeden Fall hier lassen. Kommen wir jetzt an die Kiste. Was ist das? Bernstein, den nehmen wir mit. Und was lassen wir hier? Die Erdbeeren nehmen wir. Essen wir erstmal, da ist schon eine weniger, ne? Das Geweih brauchen wir. Komm, wir lassen die Erdbeere hier und nehmen den Rubin mit. Aber das Doofe an der ganzen Geschichte wird wieder sein. Oh, diese Geräusche, ne? Die, wo ich Skelette höre, da habe ich schon keine Lust drauf. Ist da noch einer? Da ist eine Tür, die ist zu und da ist keine Tür, ne? Aber hier ist auch niemand, oder? Da ist eine Tür, also zu. Hier ist sowieso Sackgasse, okay. Dann müssen wir mal schauen, ne? Aber ich bin der Meinung, dass wir jetzt erst eine Pause machen müssen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ich mach mal leer meinen Rucksack und so, ne? Und dann schauen wir weiter. Wo geht's denn raus, da? Ja. Wisst ihr Bescheid. Bis dann.